Zombies sind Kreaturen, die wir aus Horrorfilmen oder Fernsehsendungen wie The Walking Dead eigentlich in- und auswendig kennen. Wir haben bereits seit Jahren immer und immer wieder über Zombies gehört und sind uns in einer Sache wahrscheinlich recht sicher. Zombies sind nichts weiter als erfundene Kreaturen, irgendwelche Fantasiegestalten und mehr nicht. Doch eben diese Sichtweise möchte ich heute vielleicht ein klein wenig ändern. Denn ich möchte mit euch heute über eine Legende sprechen, die gar nicht allzu lange her ist, wo Leute gesagt haben, sie hätten Zombies gesehen. Und ich spreche nicht davon, dass sie ein, zwei Wesen gesehen haben, die vielleicht Zombies waren. Ich spreche davon, dass Menschen bei der Polizei zuhauf angerufen haben, weil sie alle am selben Tag eine Horde von Zombies erblickt haben. Echte lebende Untote. Dies ist die Legende vom Dead Walk. Und was eben hier passiert ist, möchte ich euch jetzt einmal erklären. Alles begann am 9. Oktober 1976 in einer kleinen Stadt in Irland. Der genaue Name dieser kleinen Stadt ist leider nicht bekannt. An diesem Tag schien erstmal alles völlig normal zu sein. Ein ganz normaler Herbsttag, wie man ihn sonst kannte, bis plötzlich etwas Seltsames passierte. Denn über die Kleinstadt senkte sich auf einmal ein extrem dichter Nebel. Im Herbst und gerade in Irland ist es nicht ungewöhnlich, dass es dichten Nebel gibt, beziehungsweise dass dieser dichte Nebel auch auf einmal auftaucht. Doch irgendwas an diesem Tag war anders, denn die Menschen, die derzeit draußen waren, im Garten, spazierten, einkaufen, fühlten sich plötzlich unwohl. In dem Moment, wo eben dieser Nebel scheinbar vom Himmel herab kam und sie nicht mehr wirklich etwas vor sich sehen konnten, bekamen sie Angst, sie bekamen Panik und gingen nach Hause. Fast alle Bewohner der kleinen Stadt sperrten sich selbst zu Hause ein und warteten ab, bis eben dieser dichte Nebel wieder vorbeigezogen war. Sie warteten lange darauf, dass der Nebel wieder verschwand und irgendwann war er auch tatsächlich vorübergezogen. Die Menschen, die in den Häusern sich versteckt hatten, die in den Häusern gewartet haben, haben an diesem Tag wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches beobachtet. Doch eben die Leute, die draußen gewesen sind, die auf den Straßen sich immer noch aufhielten bzw. immer noch im Auto unterwegs waren, sahen eben etwas anderes. An diesem Tag, am 9. Oktober 1976, gingen bei der örtlichen Polizei über 60 Anrufe ein, weil die Leute gesagt haben, sie hätten Zombies gesehen. Menschen, unterschiedlichste Menschen, alle voneinander unabhängig, riefen bei der Polizei an, weil sie sagten, dass sie im Nebel seltsame Kreaturen gesehen hatten. Irgendwelche Untoten, Menschen, die verwest aussahen, ebenso wie wir uns Zombies tatsächlich vorstellten. Die Polizei, auch wenn sie verwundert war, dass es so viele Anrufe an dem Tag gab, taten das Ganze erstmal lediglich als einen Blödsinn, als einen Scherz ab und dachten, dass da nichts hintersteckt. Doch als sie dann, nachdem der Nebel weggezogen war, wieder versuchten, ihrem normalen Alltag nachzugehen, bekamen sie scheinbar plötzlich neue Anrufe. Dieses Mal wurden jedoch keine Zombies auf den Straßen gesehen, sondern Leute, die den örtlichen Friedhof besucht hatten, bemerkten, dass dieser örtliche Friedhof leer war. Alle Gräber auf diesem Friedhof waren ausgebuddelt, beziehungsweise in keinem der Gräber konnte man mehr eine Leiche finden. Die Leute sagen nun, dass an diesem Tag mit dem Nebel irgendetwas Mystisches, irgendetwas Seltsames und Gruseliges über diese Kleinstadt zog und dafür sorgte, dass alle Untoten, beziehungsweise dass alle, die in diesem Friedhof lagen, wieder aufgestanden sind und davonzogen. Angeblich soll nie wieder eine dieser Leichen gefunden worden sein, sprich, diese Zombies bewegen sich scheinbar immer noch in einem seltsamen, undurchdringlichen Nebel umher. Doch was genau ist hier passiert? Eine Geschichte von seltsamen Zombies, die auferstanden sind. Und zunächst, es gibt tatsächlich ähnliche Fälle von eben solch seltsam dichten Nebeln, wo eben gruselige Sachen passiert sind. So gab es zum Beispiel 1956 einen seltsamen Nebel, der plötzlich in England auftauchte. Für 5 Tage lang hielt sich ein unfassbar dichter Nebel auf den Straßen, doch dieser Nebel war nicht einfach nur dicht und gruselig, er war tatsächlich lebensgefährlich. Die Menschen, die draußen waren, kippten teilweise um, hatten Lungenprobleme bekommen und starben daran. Als dieser Nebel nach 5 Tagen verschwunden war, konnte man bemerken, dass 12.000 Menschen ungefähr gestorben sein sollen. Über 100.000 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie bei diesem Nebel draußen gewesen sind und eben 5.000 bis 12.000 Menschen sollen daran auch gestorben sein.
Die offiziellen Zahlen gehen hier von ungefähr 5000 etwas mehr Menschen aus, während Experten, die sich eben damit beschäftigt haben, die ganzen Akten durchgegangen sind, eher sagten, dass dieses Ganze etwas mehr sein sollte, sprich, dass nicht 5000 gestorben sind, sondern eher um die 10.000 bis 12.000. Die Frage ist nun auch, was ist hier in England passiert? Warum war dort so ein gruseliger, seltsamer Nebel gewesen? Und man ist sich bis heute nicht ganz genau sicher. Es gibt viele Theorien. Die wahrscheinlichste oder die logischste Theorie, die man dort gefunden hatte, war, dass eben aufgrund der damaligen Kohlearbeiten, also aufgrund der Kohle, die dort immer wieder verbrannt wurde, die Luft so verschmutzt gewesen ist, dass es plötzlich zu einem Kollaps kam und sich eben dieser ganze Kohledampf bzw. dieser Smog auf die Erde niederlegte und eben die Menschen dort echten Dampf, echten Rauch und Smog eingeatmet hatten und daran dann starben. Aber das ist nur eine Theorie, die man als logisch sieht. Es gibt auch Menschen, die sagten, dass dies ein mysteriöser Smog war mit irgendwelchen geheimnisvollen Dingen, die sich im Inneren versteckt hatten. Denn Legenden über gruselige Kreaturen, die im Smog sich verstecken bzw. die im Nebel lauern, gibt es eigentlich schon seit Jahrhunderten. Menschen fürchten den Nebel und sagen, dass sie immer wieder gruselige Dinge dort gesehen haben. Wenn man alleine mal bei Reddit nachguckt, was die Leute so schreiben, findet man immer wieder Aussagen von Leuten, die sagten, dass sie zum Beispiel mit ihrem Hund spazieren gewesen sind oder dass sie gerade draußen waren und plötzlich ein Nebel aufkam, in dem sie seltsame Schattengestalten sahen. Sie sagten aus, dass sie Dinge wie zum Beispiel den Mothman, eine riesige mottenartige Kreatur, gesehen haben oder eben auch andere humanoid aussehende Wesen dort entlang gingen. Menschen verbinden mit Nebel schon immer eigentlich irgendwelche gruseligen Kreaturen. Doch die Frage ist nun, auch wenn Nebel gruselig zu sein scheint und wenn es gefährlichen plötzlichen Nebel gibt, was ist hier in Irland wirklich passiert? Und als ich danach versucht habe zu recherchieren, als ich versucht habe dort Antworten zu finden, stieß ich erstmal auf ein großes Problem. Denn es gibt keine offiziellen Quellen, die von diesem Vorfall sprechen. Es gibt keine Fernsehquellen oder dergleichen, die sagen, dass dies in Irland wirklich passiert ist. Bedenkt, wir reden hier nicht von 1500 sonst was, wir reden von 1976. Das ist noch nicht so viele Jahre her und viele Leute, die damals schon gelebt haben, haben bereits sich diese Legende angeguckt und gesagt, dass sie sich nicht erinnern können, dass damals irgendwelche Fernsehbeiträge kamen, dass so etwas tatsächlich passiert sein soll. Viele Leute sagen, dass das Ganze erstmal ziemlich unglaubwürdig klingt, nicht nur weil Zombies eigentlich nicht echt sind, sondern auch weil eben 1976 eine unbenannte Kleinstadt plötzlich so gut mit Telefonen ausgestattet waren, dass alle irgendwie bei der Polizei anriefen, beziehungsweise dass eine Polizeistation 60 Anrufe nicht ernst nimmt. Das alles klang ziemlich unwahrscheinlich und gerade wenn ein Friedhof komplett geplündert wird, sprich wenn ein Friedhof leer ist und alle Leichen verschwunden sind, müsste die Polizei dort ermitteln. Da man aber überhaupt keine Akten findet, geht man davon aus, dass dies nicht stimmte. Doch eventuell ist nicht die gesamte Geschichte falsch. Eventuell gab es diesen seltsam gruseligen Nebel wirklich. Viele Menschen haben immer wieder das Gefühl, dass ihnen im Nebel unwohl wird, dass sie gruselige Dinge sehen, wie ich vorhin gesagt habe, oder dass sie auch gruselige Dinge hören, von seltsamen Geräuschen, die aus dem Himmel kommen, bis hin zu seltsamen Stimmen, die sie nicht zuordnen können. Es kann daran liegen, dass Menschen tatsächlich an diesem Tag draußen im Nebel spazieren waren, dass sie wirklich in einem plötzlich aufkommenden Nebel unterwegs gewesen sind und dort eben gruselige Dinge gesehen haben. Vielleicht hatten sie auch diese seltsamen Nebelkreaturen gesehen, von denen Menschen berichten. Vielleicht hatten sie aber auch einfach nur andere Menschen gesehen, die ebenfalls draußen waren und spazierten. Dann haben sie gruselige Dinge vernommen, die sie nicht zuordnen können. Vielleicht Leute, die miteinander geredet haben, andere Geräusche. Und alles zusammen mit der Panik, in diesem dichten Nebel herumzulaufen, hat dann vielleicht dazu geführt, dass sie dachten, dass sie Untote oder andere Wesen gesehen haben. Wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Selbst konnte ich keinerlei Belege finden, dass diese Legende tatsächlich wahr ist. Ich fand eigentlich nur immer und immer wieder die gleiche Geschichte, so wie es bei urbanen Legenden letztendlich immer das gleiche ist. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr von der ganzen Sache haltet. Habt ihr schon mal gruselige Dinge im Nebel bemerkt, beziehungsweise glaubt ihr, dass wirklich so ein seltsamer Vorfall in Irland passiert ist? Eure Meinung würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin aber, tschüss.